herzlich willkommen zu Final Fantasy 8. Wir sind im Weltall. Kapsel nähert sich. Ja. Natürlich so wieder einfangen, was denn sonst. War frustrierend, ne? Aber was denn? Mein Instinkt sagt ja, dass es nicht nötig ist. Na, der kennt sich ja aus. So, Adele ist also irgendwo eingeschlossen. Guckt jetzt danach. Das ist total genial gemacht. Kapseln werden von zum Energiefeld gestoppt und dann von den Leuten per Hand in die Basis gebracht. Das ist halt echt Technologie auf höchstem Niveau. Okay. Das ist die Basis, die Lunar Side Raumstation. Reingeschoben, die Kapseln. Alter. Entfrostung starten. Das war's. Und jetzt fliegen wir dann einfach so rum. Thomas Renoir, die ja bewusstlos ist, die fliegt da rum. So, Gravitation setzt ein. Jetzt fliegen sie alle auf die Schnauze. Ja. So. Hier ein Brief vom Estar Botschafter. Ist sie tot? Tja, anscheinend ja nicht, ne? Was ist mit dir, du Vogel? Euren, ihr habt alle wohl. Ja, bringt sie erstmal auf die Krankenstation. So, die muss dann hier sein, die Krankenstation, mit der schon da vorläuft. Mal speichern, aber wir haben schon ewig nicht mehr gespeichert. Oh wow, jetzt hat 3 Stunden nicht mehr gespeichert. Okay, wir könnten natürlich jetzt mal mit Peach spielen. Was probieren? Kann der überhaupt jetzt so? Die Alexander-Karte. Wenn er dann. Dann probieren es einfach mal. Oh Gott. Open sudden death. Random hand. Same blues wall. Element. Das ist natürlich bitter. Und wir fangen hier an mit. Ja, das ist eine gute Frage, dass wir hier anfangen. Das Element haben wir nicht, ne? Das ist schon bitter. 6, 7. Wir müssen es so machen. 7, 7. 7.
Plus. Okay. Der checkt dich schon richtig ab, ne? Okay, da haben wir jetzt verloren. Und die Karte ist weg. So, das ist natürlich ein richtig guter Kartenspieler, und da lasse ich das mal sein. Ich habe es jetzt immer verloren, da Kombos rausgehauen. Wahnsinn. Können wir mal später auch noch machen. Vor allem diese Plusregel, das ist halt echt furchtbar. Ich hab's doch hier hin jetzt. Ist der blöd? Da drinnen. Ah ja. Kontrollraum. Na dann. Den Typ. Ja, ja, also. Schon gut, schon gut. So, als nächstes. müssten wir so, jetzt müssen wir speichern. Ja, jetzt müssen wir zu Eliona. Eliona hat nämlich die Laguna-Karte. Die müssten wir eigentlich schon erspielen. Da geht's raus. Lauf mal da runter. Und Elione ist wo? Hier oben? Oder unten? Ich glaube, hier ist unten. Da ist er. Okay. Was? Ach so, jetzt ein Spiel? Ja, wir wollen mal gucken, wie es mit der Laguna-Karte aussieht. Das ist schon bitter, ne? Das ist richtig bitter. 5. Dann nehmen wir die hier. Dann machen wir so. Sieben. Die willst du hier drehen. Das ist gewonnen. Aber das ist halt. Also nochmal. Wir können ja dann immer noch. Laguna-Karte. Ich darf schon wieder anfangen. Also gut. A. 6. 4. Das ist wirklich nicht gewuppt. 5, 3. 7. Die ist natürlich mega drauf, ne? Und verloren. Bitter. So, wir schauen mal, dass wir das anders machen beim nächsten Mal. Irgendwo müssen wir dann schon, könnt ihr noch irgendwo anders erspielen? Auf jeden Fall. Weil die ganzen Regeln, die sind echt Wahnsinn hier oben. Lange nicht gesehen, genau. Ja, tut mir leid, dass ich euch mit hineingezogen habe. Alles okay. Wir sind ja.
Ja, die wir dann mit eigenen Augen betrachten können. Aber du sagst, man kann die Vergangenheit nicht verändern. Aber miterleben. Man muss sich selbst verändern, nicht die Vergangenheit. Also man muss wissen, was mit Renoir passiert ist in der Vergangenheit, der will sie dann warnen. Muss er erstmal eine persönliche Bindung aufbauen zu den Menschen. Und dann klappt es. So, also, das habe ich hier gerade gelesen. Wir können dann bei dem Kartenclub alle Karten erspielen, die wir brauchen. Das ist gar nicht so schlimm, das müssen wir jetzt hier nicht kriegen. Die Laguna-Karte. So, wir müssen sie zu Renoir bringen. Und Renoir wird wohl dort sein. Nee, das ist der Kontrollraum. Okay. Was ist denn los? Täusch, Leute. Der Mond sieht von unten so klein aus und hier oben so riesig, ja. Hey, Pete, alles klar. Wir wollen zur Krankenstation, Leute. Ach, ja, können wir uns angucken. Überall nur Monster auf dem Planeten. Auf dem Mond. Dass der Mond vom Mond zum Mond wird, habe ich doch in der Schule gelernt. Die sammelt sich gerade an einem Punkt. Das nennt man Träne des Mondes. So. Da sind wir auch schon. Was ist mit ihr? So, Alarm. Alarm auf der Krankenstation. Ja, dann müssen wir. Gehen wir schon in die Richtung. Ja. So, irgendwann soll aufpassen. Und wir. Wir laufen immer hinterher, oder? Wir laufen mal hinterher. Wenn wir uns schubsen lassen von ihr, ja, können wir auch machen lassen. Die Treppe hinauf. Sie läuft in die falsche Richtung. Du sollst doch in den Kontrollraum. Jetzt fliege ich gar nicht mehr, wenn ich da. Ich will den Kontrollraum, ich will gar nicht den Kontrollraum. Macht sie. Adels Sarg Versiegelung tut sie jetzt deaktivieren den Sarg von Adele. Sehr schön. Und dann
sowas wie ein Lab auf dem Mond. Dazu. Keine Ahnung. So. Wollen wir mal hier hoch. So, das ist der Planet. Das ist der Mond. Ich sammle sich da einfach das Ganze. Alles, was da rot ist, ist noch da. Herkommen. Genau, die Lunatic Pandora ist ja auch noch da unten. Ja. So, wo ist sie denn? Jetzt rein. Was? Hier war es auch gewesen. Hä? Wo ist denn jetzt hin? Auf. Da sieht man das auch nicht an. Okay. So, was hier ist ja mit dir. Oh, ein Hammer. Oh mein Gott, du bist bereit. Zieh den Scheiß Hammer zum Teil an. So, dann kommen wir raus. Das ist ein hin und her gelaufen. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Also gut. Das wäre natürlich auch blöd gewesen. Ja.
Flieger wiederholt. Und müssen. Suche ich ja gerade. So, und wir wollen am besten meine Kontrolle rein. So, Hase, die Basis muss evakuiert werden. Was hier los? Ist das doof? So, Union ist hier hinten. Also Leute. Ist bei uns immer näher. So, jetzt hat das zweite Siegel auch geöffnet, die Renoir. Und das haben wir schön gemacht, sogar mit Kunstwerk. Was ist denn da jetzt? Kann man da irgendwie rechts, links gucken? Dann. So, Siegel geöffnet. Jetzt ist Adele befreit. Ich habe immer noch den Raumanzug an. Also gut, Renoir schwebt hier draußen rum. Wir müssen die... Was ist los mit dir? Komm mit. Und so, der nächste... Ja, Abzug ist mit. Wir lassen niemanden zurück. Komm schon, lauf doch da bitte rein. So, lauter Monster, sehr geil. Lunatic Pandora. Und jetzt? Jetzt hat. So, das ist erstmal so, glaubt, irgendwas unbedingt tun zu müssen. Bring mich zu Rio. Okay. Also, Elione versucht jetzt Squall. Die Basis ist verloren. So. Also zurück zum Gefängnis Irwin.
das war die Sequenz, wie ihr Vater sie aus dem Gefängnis geholt hat. Stimmt, wir haben unsere Befehle und wird dort ewig bleiben. Ah, sie müssen sie dort rausholen. Wir haben dann gemerkt, die haben sie ja dann auch, die haben dann geholfen, dass die anderen aus dem Gefängnis entkommen konnten. Tja, Elione, das war zu weit zurück. Tja, wo sind wir? Ach, es war in der Ding gewesen, genau. Ah, ja, wo wir in dem Galbadia Garden waren und da war es schon. Ist die Hexe aus der Zukunft in Rinoa? Ist sie von Edea übergewechselt? Das muss zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als mir Sifa und Edea bekämpft haben im Galbadia Garden. Ah, auch Sifa steht unter Artemisias Einfluss. Auch damals schon, haben wir gar nicht gewusst. Ich sehe schon, wer ist da? Das war genau der richtige Zeitpunkt. Also gut. So, was ist los mit dir? Weißt du nur, was mit Rinoa passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Also, die Gegenwart ist wichtig, also sollte man sie vielleicht so, die Gedanken von Rinoa an Squall sind eins und er soll es jetzt retten, also muss er eigentlich aussteigen aus der Kapsel und 15 Sekunden. Ja, so recht mittig. So, kann ich mich überhaupt irgendwie bewegen? Irgendwie gar nicht, ne?
Lass mir lassen, dass du mir Sonja. Geht auch gar nicht anders. Ich kann auch gar nichts machen. Außer. Ist auch lustig, wir sollen den Blick auf den Weltraum ausrichten. Und wir können gar nichts machen, denn wir schauen ja schon mittig in den Weltraum. Und dauernd kommen diese. Naja. Ach so. Jawohl, aber wir tun ja so schweben, so oder so. Ist halt auch so wie so ein Minispiel, wo man eigentlich gar nichts machen kann, außer gucken. So. Sehr seltsam. Und jetzt? Einfach nur zugucken und schweben lassen. Hier passiert ja gar nichts. Jetzt die Sequenz. Oh. So, passiert da jetzt noch irgendwie was? Man kann aber auch nichts steuern. Da sitzt man dann 10 Minuten da und kann nichts machen, außer zugucken. Das ist auch bitter. Ja, tut sich nichts. Sehr seltsam. Also das ist so eine Sequenz, die halt wirklich sehr seltsam ist. Das ist mal langatmig. Jetzt setzen wir schon mal Musik ein.
jetzt gehen wir erst zu ihr. Und die ist die ganze Zeit da nur rumgeflogen. Jetzt müssen wir rausgehen. Alter. Das ist ein Schrott. Na also. Das sind Polster in Orange. Das wären Muskeln. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, das ist Squall, aber es sind nur unterschiedliche Raumanzüge. Ja, ich habe deine Stimme gehört. Ja, das müssen wir natürlich jetzt schauen, ob die gerettet werden. Treibstoff, Sauerstoff, fast kein Sauerstoff. Jetzt treiben wir es dahin, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, und haben wir doch was Schönes. Gehen. Und dann da geht's rein. Ragnarok. Trophäe. Ja, wir haben jetzt die Ragnarok erhalten. Schön bitter. Hier können wir speichern. Das ist auch zwingend notwendig. Und können wir Pause machen? Ja. Wir machen dann im nächsten Teil weiter. Dann erkunden wir die Ragnarök. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.